Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Es geht weiter mit dem Thema Lager. Die dritte Strukturierungsform, ebenfalls mit der Strukturzahl 3, steht an. Gestaltungsbezogen können wir unterscheiden in das Eingeschosslager, das Mehrgeschosslager und das sogenannte Hochregallager, also wo das Lager bis unter die Decke geht. Das sind die Gestaltungsformen im Lager. Und da gibt es natürlich noch diverse Varianten, wie man das Lager ausstattet, also mit welchen Belieferungssystemen, Regalsystemen und so weiter. Aber das reicht zunächst mal, um hier eine Struktur und einen ersten Überblick zu bekommen. Also Eingeschosslager, Mehrgeschosslager, Hochregallager. Also von hier nach hier wird es immer höher. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßleindenk-shop.de für meine Videos, für mein Videocoaching und unter spaßleindenk.de für meine Seminare. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.